Lieber Wassermann, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline, wir schauen in deinen Monat Juli. Wenn du also im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent, Wassermann bist, schauen wir mal, was dich erwartet. Bitte auf deine Themen umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau gerne unten vorbei und wir schauen mal, was deine Hauptenergie ist. Für den Wassermann, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent und den Monat Juli 2024. Deine Hauptenergie, dein Hauptthema für den Wassermann. Ein mulmiges Gefühl höre ich. Änderst deine Meinung, deinen Blick auf etwas, weil du das Höhere oder gleichzeitig auch das Tiefere darin erkennst. Eine Transformation, du veränderst, wie gesagt, etwas, du veränderst die Art, wie du redest, wie du sprichst, du weißt, dass es an der Zeit ist, sich mehr mit dir selbst auseinanderzusetzen, mit deinem Potenzial und vor allen Dingen mit dem Spiegel. Also mich ja, zieht es dazu hin, die Karte umzudrehen, um hier wirklich zu erkennen, es geht um diese Seite. Es geht um die Seite, die verborgen ist. Es geht um das Dahinterschauen, dazwischen, darunter, darüber. Und es geht hier um deine innere Bestimmung, sprich dein wirklicher Sinn. Es gibt mehrere Anteile in uns und hier wirst du immer wieder zu einem Menschen, zu einer Situation, zu einem Gefühl, zu einer Erinnerung geführt, für jeden unterschiedlich. Da musst du reingehen. Da ist hier der Wendepunkt. Da liegt die Heilung und die Transformation. Sehr spannend. Wir schauen, womit hat das zu tun? Worum geht's? Um dich, um das Ende eines Kreislaufs. Dieser Kreislauf hält dich sehr, sehr lange gefangen. Es scheint, als würdest du gegen deine Natur leben in einem Bereich oder fühlen. Also könnte es hier mit unterschiedlichen Lebenssituationen zu tun haben, lege es auf dich um. Es ist ein Ende, der unausweichlich ist. Und dieses Ende, wie gesagt, eine schlechte Angewohnheit könnte ebenfalls beendet werden. Ein Vertrag, eine lange, lange Sucht, eine Abhängigkeit. Und gleichzeitig weißt du, dass genau jetzt der Punkt ist, der Zeitpunkt, an dem es wichtig ist, notwendig ist und man kann gar nicht mehr davon ab, dieses Thema anzugehen. Was geschieht noch für die Wassermänner? Ja, du weißt es, du spürst es. Der innere Mangel und das innere Mangel, weil hier ein Teil von deiner Seele nicht befriedigt wird, im Gegenteil immer wieder zerstört wird, auch hier der Hierophant. Ein Teil in dir weiß es die ganze Zeit. Du bekommst Hilfe und Unterstützung, Impulse, Situationen, die Wahrheit zu sprechen, Dinge anders zu machen und du wirst erfahren dürfen, wenn du deiner Intuition, deiner Stimme folgst, die dich lichtvoll, kraftvoll führt, dass du auch dann erfolgreich sein kannst. Es ist möglich, dass Gefühl und Geld sich gegenüberstehen in diesem Monat. Und wie du dich entscheiden wirst, wird es richtig sein. Jemand anderem etwas wegzunehmen, ist wie sich selbst bestehlen. Worin bestiehlst du dich? In deiner Wahrhaftigkeit. In dem. Du nimmst dir selbst
Lebenskraft, Seelenkraft, Licht weg. Wie entwickelt sich, wie fügt sich der Juli für die Wassermänner? Fokus, ein Tanz, ein Ping-Pong, sei es in Kombination mit einem Menschen, mit einer Angelegenheit, mit Austausch, Überlegungen. Es geht darum, wem gibst du mehr Aufmerksamkeit? Den Engeln oder den Dämonen in dir? Der Komfortzone oder dem Neuen? Der Leichtigkeit oder der Schwere der Gedanken, die dich in den Träumen verfolgt. Wow, lieber Wassermann, das scheint, als würdest du dir selbst wahrhaftig gegenüberstehen und dich mit dir auseinandersetzen. Der Rat des Universums, ich bin sehr gespannt. Rat des Universums für den Wassermann. Tiefe Liebe, Muttermilch und Geburt als Portal. Frage dich, das Leben und so wie du dich aktuell lebst, führst, Stand jetzt, der, die du mir zusiehst, glaubst du aus der höheren Sicht, ist es das, was du wolltest für dich in diesem Leben? Bist du deswegen von der Weite der Sterne hingereist, hier auf diese Erde, um das, was du jetzt tust, wie du dich jetzt lebst, was du machst, wer du bist, zu erfahren? Oder ist da noch mehr? Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen sehr tiefgründigen und wahrhaftigen Monat Juli. Schau gerne noch die anderen Zeichen und ja, erfahre vielleicht noch mehr, worum es geht. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen, vielen lieben Dank. Bis ganz bald. Mach's gut.